Und jetzt? Jetzt lassen wir sie an Bord kommen und hol mal jemanden Fass rum herbei. Ja, ich hol ein Fass rum. Ich rücke aber mir das Hut noch zurecht. Nun, kurze und knappe Verhandlung, ja? Wir wollen uns nicht aufhalten. Ei. Fremdigis und Karetjas. Willkommen im Schikanidat. Was treibt euch hier hin, ne? Hauptsächlich der Wind. Ihr habt Malaskana bei euch. Ja, das ist richtig. Hey, ja. Bruderschwestern. Ich bin sehr froh, sie bei uns zu haben. Bruderschwestern, wollt ihr bei uns mitsegeln? Wir segeln für sie nur da. Nun, vergesst nie, warum ihr hier angeheuert habt, Leute. Nun, wir segeln gegen die blutige See. Das tun wir auch. Aber ich darf mich vorstellen, es ist, glaube ich, höflicher, wenn ein Kapitän an Bord kommt, dass er begrüßt wird, Ich bin Eero Legita, die Scharlachrote. Oh, verzeiht doch, lass mich ihn bitte vorstellen. Das ist Captain Habemeya Morenes, Archentöter. Aber ich bin mir sicher, ihr habt auch mehr als genug Dämonenarchen auf dem Gewissen, nicht wahr? Das ist mein eher ein Sohn, Jarlan Goldhand. Ebenso, Archentöter. Ich bin Boltax. Ja, ihr habt sicherlich von mir gehört. Falls nicht, wollt ihr eine Autogrammkarte? Nein, wir haben nicht. Ich habe aber eben gerade von dir gehört. Der Klatsch ist stark. Siehst du. Natürlich. Ich vertrete den Arabastenen Rat. Auf Dann Moorsee. Seid uns willkommen. Wo wollt ihr nun also hin? Tatsächlich dahin, wo ihr herkommt. Sinoda. Sinoda? So. Also wir sind durch diesen Sturm gesegelt und der hat uns ein wenig mitgenommen. Und dann sind wir vor diesen drei Inseln gelandet. Und dann wollten wir erstmal anlanden. Chassul, der Sturm ist stärker geworden. Das stimmt wohl. Aber wenn ihr in die blutige See ziehen wollt, dann werdet ihr bei uns in Sinoda keine Heptachen finden. Wir haben keine Hafachas bei uns. Wohl werden wir dort allerdings Vorräte finden, welche wir dringend aufnehmen müssen. Na, Vorräte. Und ihr wisst wohl besser als jeder andere, dass Maraskan zwar schön, aber auch tödlich sein kann. Ich möchte ungern diesen Haufen hier, ich zeige auf die, nicht auf die Maraskaner, sondern auf die Piraten hinter mir, zum Sammeln hinausschicken. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Aber, dabei hält sich aber so ihre Miene ein bisschen auf. Selbstverständlich, wenn ihr in den Genuss kommen wollt, wir haben genug Konch für euch da. Wir sind zwar keine Händler, aber dann kommt ihr frühzeitig in den Genuss der maraskanischen Früchte. Etwas Schatakknolle, etwas Konchsoße, etwas Rinde vom Feuerbusch. Das klingt doch sehr verlockend. Ab Dank. Und ihr zieht gegen die Hafayas. In der Tat, sehr langen Jahren. Also gut. Dann, sie klatscht einmal in die Hände. Hey, bringt etwas roten Hasen und parfümierten Reispudding. Das sind Freunde. Bruder, Schwester. Die Welt ist schön. Alrik, mach das Fass auf und teil mal aus. Ja, derweil könnt ihr sehen, wie jetzt die 40 Piraten an Bord herumwuseln. Ihre Waffen haben sie natürlich noch dabei. Und erzählen sich den neuesten Klatsch. Zum Beispiel, dass sie gerade die mondsilbernen Drachentöter angelaufen haben. So erstmal das ganz Offensichtliche. Und dann eben auch die neuesten Klatsch aus Sinoda. Sodass eben euer ganzes Schiff von einem lauten Geplapper erfüllt ist. Ich würde vorher nochmal Dukaten Gattisten jeweils vor die zentralen Bereiche, also das Unterdeck stellen, die Vorratslage etc. Nicht, dass sie ja sich bedienen, wie beim letzten Mal. Also gut, dann lass uns etwas Persinanasakas trinken und etwas Shatak-Schnaps. Mit süßen Früchten. Nun, wenn es euer Brauch so ist, dann wollen wir uns beugen. Oh, ich habe noch etwas Stollengrollen. Wollt ihr einmal Stollengrollen probieren? Ich schüttel hinter Boltax sanft den Kopf. Sie nickt. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Ja, und ich gehe den Stollengrollen holen. Ja, dann könnt ihr 10 Minuten später in eurer Kapitänsgehüte sitzen, gemeinsam mit Eero Legita, der Scharlachroten. Ihr Schiff, wie gesagt, die Feuermahl. Und eben dieses prangt in ihrem Gesicht, rot und auffällig, wie ein Dämonenmal, könnte man fast meinen. Aber so sehr, wie sie jetzt gerade lächelt und strahlt und dabei plappert,
sieht es nicht danach aus, als wäre sie eine böse Frau. Aber sag doch, was hat sich in der letzten Zeit für eure Kiste zugetragen? Ah, der neueste Klatsch. Im Golf von Tuzak gab es vor einigen Wochen eine Schlacht. Dabei hat der großartige Piratenfürst von Beskan gemeinsame Sache gemacht mit dem Kapitän der Seeadler von Bailung. Aber dieser Garetia hat ihn betrogen und ihn um sein Hab und Gut betrogen, ne? Um die gute Prise, wie man das macht. Ich bin mir sicher, genau so heißt es, hat es sich zugetragen und nicht anders. Ja, es hat sich so zugetragen. Der Klatsch ist immer richtig. Der Klatsch ist stark. Haben in letzter Zeit einige Erfolge aus Richtung Bora an eurer Küste passiert. Ja, das ist auch richtig. Wir haben zwei Schiffe von ihnen gesehen und sie vernichtet. Die Streitmacht von Sinoda ist stark. Gibt es Sichtung von Dämonenarchen? Immer mal wieder. Aber weniger in Sinoda. Wir haben uns unter Kontrolle. Aber sehr wohl nördlich von hier, bei Buli und Sayayana. Oh, wie gut, dass wir keine getroffen haben, nicht wahr? Na, diesen Viechern möchte man nicht begegnen. Sie werden immer größer und größer. Kotnas Hahn, der hat also wieder ein neues Schiff? Kotnas Hahn fährt mittlerweile mit dem vierten. Die Tiger von Maraskan. Aber, nun... Er mag es nicht gerne hören, dass das bereits ein viertes Schiff ist. Nun, aber wir haben in letzter Zeit sogar einige Rehe jetzt gesehen. Aus den Schlünden. Einige wie nun, bitte? Ja, Rehe geht's. Ihr kennt die Geschichten der Rehe jetzt nicht? Vermutlich nicht unter diesem Namen. Das Schlimmste, was der Ozean ausspucken kann. Die Rehe geht's. Kann man auf Sagen und Legenden würfeln. Uff, richtiges Paradetalent wieder. Drei, zehn, sieben. Zulamin sagen sie etwas. Eine alte Legende. In einer Randnotiz, einem alten Buch, was du in Fasar einmal durchgeblättert hattest. Eher so ein Kinderschreck, aber... die verbotenen Bücher haben dich damals schon interessiert. Ich habe von ihnen gehört, aber ich hielt das eher für ein Märchen. Möglicherweise ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von... ich bin gar nicht sicher. Ein Schrecken der See? Ein Ifrit? Ein Dämon also. Sie sind die Kinder von Numinoru. Sie sind geboren in einer Welt der vielfarbigen Sonne. Wer ist Numinoru? Numinoru. Ein Titan. Ja. Ah, einer von Sumus Kindern, ich verstehe. Ach, jetzt fängt ihr damit schon wieder an. Ihr würdet sie als nicht-alveranianische Gottheit der Meere betrachten. Numinoru ist bruderlos. Oh, das ist nicht gut, oder? Ist es nicht, nein. Das ist nie gut. Ro und Roa haben genau 12 geschaffen. Die Zahl ist heilig, wie so viele andere auch. Wie die 2 oder die 4. Aber wenn etwas Bruder- oder Schwesterlos ist oder in einer ungeraden Zahl davon gebiert, dann ist es immer etwas Schreckliches. Sagt an, Zulamin, welche Sagen habt ihr gehört? Ich meine, ich habe in einem Werk namens Kreaturen vom Rande der Welt von ihnen gelesen. Wesen mit Hörnern und Tentakeln. Sie sollen die Ursache gewesen sein, wieso eines Tages keine Schifffahrt mehr nach Rakshastan mehr möglich war. Es klingt immer noch nach Dämonen für mich. Nun, das klang es für mich auch. Das heißt, sie seien aus einem Traum geschaffen. Kinder der Sturmbringerin. Handras, also. Und Gezeitenwächters. Ich dachte, das wäre Effert, aber ihr sagt halt etwas von Numinoru?
Nun, ich kenne mich mit eurem Pantheon nicht aus, aber die Reagiert sind auf alle Fälle vom Bruderlosen erschaffen. Ah, vom 13. Nun, sie sollen wahnsinnig sein und zornig. Und nun, seit der Zeit des Krieges um den Thron der Götter. Nun ja, da streifen sie die Meere. Wenn es sie wirklich gibt, dann denke ich, ist es wohl sehr zutreffend, wenn Erolichida sagt, dass sie mit das Schlimmste sind, was die See ausspucken kann. Nun, wir haben schon viele schreckliche Sachen bezwungen. Schlimmer können sie auch nicht sein. Nun, die sind deutlich größer als Seeschlangen. Und diese sind schon gewaltig. Und auch mit Seeschlangen sind wir fertig geworden. Mehrfach. Nun, stellt ihr euch ein Ungetüm vor, was ein Schiff im Ganzen schlucken kann. Sag mir dies, Abelmir. Es ist ein größeres Problem für uns, als was auch immer Paligan im Schlund von Nersand aufwecken möchte. Nun... Dann schlage ich vor, wir konzentrieren uns auf dies und nicht irgendwelche Gespenster, die vielleicht oder vielleicht auch nicht die Meere durchstreifen. Denn ansonsten kommen wir hier nie wieder weg. Ihr habt gefragt. Ich denke, ihr geht die Sache falsch herum an. Paligan will es nicht wecken. Er hat es geweckt. Ich habe es euch gesagt, ich bin mir sicher. Ein weiterer Grund, uns nicht mit irgendwelchen Schauergeschichten aufzuhalten. Nun, wenn Erolichida berichtet, dass diese Geschöpfe gesehen wurden, könnten sie eine Begleiterscheinung sein. Nur eine Frage, wie steht dieser Numinoru im Kontext zur tiefen Tochter? Stehen sie sich nahe, sind sie miteinander im Bunde oder hassen sie sich abgrundtief? Die tiefe Tochter ist ebenso Bruder- und Schwesterlos. Sie gebiert Seeschlangen und Monster. Also mögen sie sich. Nun, sie sind ungeschaffen und müssen vernichtet werden. Das ist alles, was zählt. Ich bin noch nicht in die Niederhöllen hinabgestiegen. Naja, ich dachte, vielleicht könnten wir Numinoru schwächen, indem wir ihm sagen, hey, guck mal, dieses Monster der tiefen Tochter wurde entfesselt. Willst du nicht deine gesamte Streitkraft darauf werfen? Dann schickt er seine was auch immer dorthin und am Ende sind wir die lachenden Dritten. Und wie genau willst du das anstellen? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht einmal, ob sie nicht miteinander im Bunde sind und wir eventuell hier noch eine weitere Gefahr auf uns zukommen sehen. Glaube nicht, dass sie im Bunde sind. Erinnert ihr euch an... Nun, als wir hinabgetaucht sind? Ja. Wir haben Überreste eines Tempels von einem Numibal gesehen. Ich denke, das ist eben jener, von dem wir gerade sprechen. Und... Gott Nassan hatte mir von diesem Klatsch berichtet, dass ihr ihn dort unten aufgespürt habt. Und dass er euch retten musste. Ah, also seid ihr im Bilde. Nun ja, es wirkte, als wäre dieser Tempel eher eine Art Ziegel, eine Art letztes Bollwerk gegen den Abgrund, in den wir hinabgetaucht sind. Ja, es wirkt auf mich, als würdet ihr versuchen, aus irgendwelchen Schauergeschichten und uralten Ruinen Dinge konstruieren zu wollen, die nicht da sind. Wir haben Kortnas aus dem Gefängnis der Dämonenarche gerettet, nicht andersherum. Technisch gesehen hat wohl Magistra Kura, Paligan uns alle gerettet. Welche zu unserer Mannschaft gehört. Nicht der Punkt. Also technisch gesehen hat sie nicht uns alle gerettet. Das ist doch nicht der Punkt. Wollte nur sagen, dass ich mich nicht habe fangen lassen. Wer wen gerettet hat. Wir wissen nicht, wie dieser Numinoru zu Charybdoroth steht. Aber Fakt ist... Ich trete Abelmir unterm Stuhl, unterm Tisch, aber kräftig. Kortnas Hahn hat berichtet, dass das Siegel aufgebrochen wurde und Paligan dort unten triumphiert hat. Oh, das ist nicht gut. Oder seine Agenten, die dort waren. Müssen wir dann auch mit vermehrter Aktivität von Numinoru rechnen? Nun, wie ich bereits sagte, die Reagiert sind aufgetaucht und verschlingen die Schiffe eins nach dem anderen. Aber sie machen noch vor den Hafaias keinen Halt. So oder so. Ich
bin mir sicher, ihr seht auch, dass Balligan aufgehalten werden muss, bevor die Lage unaufhaltsam wird. Nun, wir haben bereits gute Ratschläge gehört und Forderungen gestellt. 16 an der Zahl. An wen? An Rohngro. Wir haben in den alten Schriften studiert, die noch da sind. Und sie prophezeien das Jahr der Überflutungen. Das Jahr der Fluten. Und ihr habt Forderungen an eure Götter gestellt? Selbstverständlich. Was anderes tut ihr denn in euren Tempeln? Nun, wir beten zu ihnen. Wir stellen keine Forderungen. Nun, wenn der Rechtschaffene spricht, hört die Welt. Wenn ihr nicht fordert, dann werdet ihr auch nicht erhört. Das kann ich so nicht bestätigen. Ja, ich auch nicht. Nun, während wir darauf warten, dass Ruhe und Goro euch ihre Gunst erweisen, hält euch natürlich trotzdem nichts davon ab, selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Vielleicht sind wir ja die Gunst, die sie euch erwiesen haben. Ha? Habt ihr darüber einmal nachgedacht? Nun, selbstverständlich kämpfen wir Wege gegen den Ethragene. Und gegen sämtliche Scheußlichkeiten, die Darth Geon ausgedacht hat. Dann werdet ihr unserem Bund beibestehen? Eurem Bund? Ihr könnt meinem Bund beistehen. Ich bin die Setetarachin. Aber selbstverständlich doch. So oder so denke ich, dass wir uns alle einig sind, dass Darion Polygon und seiner unheiligen Allianz ein entscheidender Schlag gesetzt werden muss. Und natürlich sind wir bereit, für eure Allianz weitere Verbündete zu sammeln. Der Shikanidat von Sinoda wird triumphieren über Balligan. Solange wir über ihn triumphieren, ist es doch egal, wie es heißt, nicht wahr? Genau, deswegen heißt es Shikanidat von Sinoda. Haben wir ein Bündnis oder haben wir kein Bündnis? Ich werde damit mit Kotnasan darüber sprechen und mit den anderen Tetarachen. Ja, sie weilen in Sinoda. Jetzt Wir begeben uns noch weiter auf die Jagd nach einigen Hafajas. Vielleicht findet ihr noch den einen oder anderen. Lasst euch von Kotnasan noch ein wenig beklatschen. Er kann euch von unserer Aufrichtigkeit überzeugen. Und wenn der Tag kommen wird, dass wir tatsächlich die Stärke gefunden haben, gegen Paligan vorzugehen, so denke ich, wird es das Rechte sein, wenn wir gemeinsam handeln. Alle, die der blutigen See ein Ende setzen möchten. Ja. Ich gieß jetzt mal jedem ein kleines Schälchen Stollengrollen ein. Nun, in diesem Fall auf unsere Allianz, auf unsere Großflotte, nicht wahr? Zum Sturze Balligans. Also gut, das Essen ist gerichtet, dann fangen wir damit an. Prost! Und dann kippe ich die Schale selber zeugt hinter mir aus dem Fenster. Haben eure Köche das Essen hergerichtet oder waren es unsere? Das waren unsere. Wir teilen unser Essen gerne. Ich wollte sie nicht unbedingt dem Essen unserer Köche aussetzen. Gute Entscheidung. Ich wollte hier auch nicht unbedingt 10 Nägel aus dem Essen pulen müssen. Ja, gerade bei dem ein oder anderen Gericht wird eben darauf geachtet, bei den Perziner Zackers, dass man ohne Besteck isst. Man kann im Vorfeld jede Zutat sofort ersichtlich erkennen. Also dieses Fleisch lässt sich wohl einem Affen zuordnen, weil noch ein Stückchen Fell dran ist. Aber traditionell werden diese Pasteten beim Essen so zerpflückt und zerkrümelt, was ihr dann eben auch bei Eroli Gida erkennen könnt, dass der Eindruck entsteht, als ob sie irgendetwas in dieser Speise suchen würde, was dort nicht hineingehört. Und so zerpflückt sie eben mit ihren Händen dann nach und nach dieses Stück von dem Affen und irgendwelche Wurzeln und dergleichen mehr. Vermisst ihr etwas? Ich gebe zu, unsere Vorräte waren begrenzt, aber ich hoffe, zusammen mit euren ist doch etwas Annehmbares herausgekommen. Warum sollte ich etwas vermissen? Ihr seht so aus, als würdet ihr nach, ihr wisst schon, der Lilie im Salat suchen. Nein. Nein. Das Fleisch ist tödlich giftig. Die Stacheln sind es, die du essen musst. Ich reiß einfach so ein Stück Brot ab und tunk das in verschiedene
beigestellte Wurzel. Ja, das ist so eine rote Pastetensuppe oder so eine Soße fürs Brot. Hatte Erol G. hat dann auf ihren Brotfladen reingetunkt und herzhaft davon abgebissen. Also so scharf kann das gar nicht sein. Ja, dann mache ich das auch. Ja. Den Stollengehauen hatte sie übrigens getrunken und hatte dann selber danach selber mit Offenbarung der Zwillinge aufgefüllt. Ja, hätte ich auch mit ihr getrunken, wenn sie da was angeboten hätte. Ja, Zechenprobe plus 15 und Selbstbeherrschungsprobe plus 15. Na klar. Spezialisierung, gebe ich das Zeug immer Spezialisierung selber Maraskan würde zählen. Immer selber Zeug. Ich bin nicht gut im Zechen. Ich habe da nur 7. Aber wir werden sehen, was sich daraus holen lässt. Fische, Muscheln, Krebse, Seespinnen. Ich glaube, ein paar Malmer sind dabei. Macht das Sinn? Die 14? Ja, ich überlege gerade, ob ich die 14 rerolle. Ja, komm. Achso. Ja, musst du auf 6 unterwürfeln. Ja. Nein! So knapp. Oh, so knapp. Aber die heilige Zeit. Das ist aber schade. Ja, du kämpfst so ein bisschen, also so eine einzelne Träne rennt dir runter. Aber... Also es tut gut weh, aber mit der Träne geht's. Das ist, als würde Angeräuschwärme mich von innen erfüllen. Uiuiuiui. Und dann spüle ich mit etwas Wasser nach. Was man ja nicht machen sollte, ich weiß, aber... Ja, Selbstbeherrschungsprobe. Plus 15 von allen. Mhm. Es sei denn, ihr wollt nicht mitessen. Ich esse mit, aber essen ich trinke... leider schon. Aber nicht dieses offenbarende Zwillinge. Offenbarende Zwillinge hatten wir beide ja vor allem schon mal. Warnt mich irgendwer von den Offenbarungen der Zwillinge, sonst würde ich es austrinken. Ich meine, du siehst, glaube ich, wie Jan das Zeug halt, wenn er glaubt, dass keiner hinschaut, einfach mit Schwung aus dem Fenster kippt. Ja, aber wir waren doch noch gar nicht auf Maraskan, oder? Aber du hast aber auch die Stollenrollen weggekippt, also... Ich war oben, glaube ich, bei diesem Lager dabei, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Hattet ihr da Offenbarungen der Zwillinge? Die haben wir in Boron in der Kneipe getrunken. Da haben wir den nicht dabei. Auch in Gareth mal getrunken? Damals bei diesem Trinkspiel? Ich glaube ja. Das kann sein, ja. In Gareth beim Trinkspiel. War der letzte Schnaps in diesem Trinkspiel, der dich dann einfach garantiert auf die Bretter legt, oder? Ja. jeder, der die Selbstbeherrschungsprobe nicht schafft, bekommt 1W6 plus 2 Schaden. Plus 2? Was mischt die da rein? Ja, komm. Das Gift ist zum Verdünnen. Und die Zechenprobe bitte auch. Das sind nur 1W6 Schadenspunkte durch die Offenbarung. Jetzt habe ich Schwimmen gewürfelt. Aber eine Freisteigerung Philosophie. Ja, ihr kriegt eine... Mehr machen wir eine Freisteigerung für Philosophie. Also für jeden, der es trinkt. Meiner Meinung nach kennen die Maraskaner nur 2 Geschmacksrichtungen, nämlich Schmerz und noch größeren Schmerz aus dem Mund eines kaiserlichen Weibels. Wie zu Hause beim Bandstrahl. Tut richtig weh beim Essen. Was? Ich glaube, ich schmecke überhaupt nichts mehr. Das ist wieder raus, das Zeug. Es kann nicht wieder raus. Das müsste dann wohl die Eirex-Schlinge sein, ja? Mhm. Merkt ihr nicht den würzigen Geschmack im Abgang? Nun, wenn ihr wollt, dann kann ich euch noch etwas Zartee anbieten, ne? Fruchtsaft. Ja, fasst das jetzt nicht falsch auf, aber ich esse nie wieder irgendwas, was ihr anbietet. Das ist ja fürchterlich. Ja, Alan, du kennst den Zartee schon, der ist unglaublich ekelhaft bitter. Also ungenießbar bitter. Ja, trotz einigem Augenzucken nehme ich ihn tatsächlich an, in der Hoffnung, dass er gegen die Schärfe hilft. Ja, denn es zu kennen und darauf vorbereitet zu sein, hilft trotzdem nicht dabei, es zu ertragen. Ja. Und den Rest des Tages gucke ich, als hätte ich eine Flasche Hustensaft geäxt. Was vermutlich der Realität entspricht. Ja. Ja, Erol Gida wird auf alle Fälle noch den neuesten Klatsch verbreiten. Und gib mir mal eine Etiketteprobe. Das ist eine gute Idee. Wer? Einer oder alle? Alle. Vielleicht magst du ja. Bin sogar relativ gut drin. Was würfel ich denn heute? Aber mir. Oh, ich hab's sogar geschafft! Ja, Kulturkunde Maraskan habt ihr zwar nicht, aber Erol Gida ist auf alle Fälle sehr von den Etiketten von Abelmir fasziniert und natürlich auch Zulamin kann sie so ein bisschen mit ihrer Art und Weise doch überzeugen.
Und sie wird euch verraten, dass wenn ihr selbst Kontakt mit Kognas Hahn aufnehmen wollt, dann werdet ihr ihn höchstwahrscheinlich finden auf Beskan. Das ist eine Affeninsel, die unbewohnt ist und keinen Hafen hat. Aber es gibt einen Hafen. Der ist versteckt. Und ihr findet dann zwischen zwei großen Riffen einen Eingang oder könntet dort einen Eingang finden, der in eine Bastion mündet, in den geheimen Hafen der Piraten, angeführt von Kognas Hahn und natürlich eben stellvertretend dort auch die Feuermahl mit den Piraten, denn sie ist ja nichts anderes, und könntet dort dann eben selbst auf ihn treffen, solltet er denn dort anwesend sein. Den geheimen Zugang nach Beskan. Vielen Dank. Das wird uns sicherlich helfen. Ich zeichne es euch nachher auf eurer Karte ein, dann könnt ihr es nicht verfehlen. Wartet, ich würde mal bei meiner Kiste kramen und meine letzte Flasche Bosbarania rausholen. Hier, nehmt das als Geschenk von uns. Du wirst feststellen, dass sie leer ist, weil Jalan sie mit Zylaminer getrunken hat. Ich glaube, du kommst von der Kiste nicht ran, die ist verschlossen. Naja, gut. Verschlossen ist für Jalan noch kein Problem. Verschlossen? Es gibt kein Schloss, das mich halten kann. Wie hoch ist deine Fingerfertigkeit? Würfel mal eine Schlösserknackenprobe. Würfel mal eine Schlösserknacken, du hast recht, das ist eine Idee.